Servus, ich bin der Masik und ich habe die Frage, alles hat mit mir Probleme. Und zwar, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe mal schlecht neue Fußballschuhe gekauft. Und leider, ich bin immer so scheiße hin an der Ferse, ich kann immer bloß von neuen Schuhen. Es geht mir ziemlich auf den Sack, und so Flaschteile mehr schon nicht hier. Aber nicht spüre, wie ich nicht immer Flaschteile dran. Deswegen, eigentlich mal Tipp gehen lassen von meinem Mannschaftskameraden, von DJK Burbach. Das ist das Beste, was man machen kann, Urin ist. Deswegen zeige ich euch mal heute, wie das geht. Eigentlich geht das ganz einfach. Und ich hoffe, ihr könnt es nochmal. Wenn es hilft, könnt ihr mal kommentieren, ob es euch weitergebracht hat, ob man jetzt noch losen kann oder nicht. Weil ich habe es selber nicht ausprobiert, aber ich probiere es mal mit oben des Trainings. Ich weiß nicht, die lesen die Schuhe bis dahin noch nicht voll, aber man kann es mal ausprobieren, gell? Geht ganz einfach, gehen wir hin. Ich mache die Schuhe irgendwo hin, den drüber und lasse die Soße einfach mal drüber laben. Das stirbt eigentlich lange. Nun müssen halt die Schuhe immer nur noch ein bisschen kneten oder so. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber auf jeden Fall muss ein bisschen drüber gehen, so Increme. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich an die Lehrcreme drin machen, vielleicht nur das nur Arbeitshilfe. Das war jetzt ein Special Trick for you. Jo. Und dann das so machen die ganze Zeit. Hier. Kennt das Leder bestimmt gut geschmeidig. In eurem nächsten Fußballspiel oder wenn ihr an die Disco gehen oder sowas, kann er bestimmt keine Blase im Inneren. Ich kann euch jetzt nicht, muss sagen, ob es mal geholfen hat. Wir haben jetzt zwar spielfrei, aber im Training kann man es ja auch sehen. Alle, ciao! Wie tut so, als seid ihr fehlerfrei und zeigt mir den Finger auf mich!